Warum ist Kanye West noch erfolgreich? Kein Rapper polarisiert so heftig wie Kanye West. An einem Tag spricht er dir krass aus der Seele, am nächsten Tag schreibt er auf Twitter, dass... Ey, es gibt einfach Menschen-Chat, die werden nie gecancelt, ne? Die können machen, was sie wollen, die werden nicht gecancelt. ...der Death Country auf Juden gehen will und erzählt, dass er Hitler liebt. Und dann chartet er doch wieder in 160 Ländern auf Platz 1. 1000 Promis wurden schon für deutlich weniger gecancelt. Aber bei ihm ist anders. Ist Kanye too big to fail? Und was haben seine Mutter, US-Präsidenten und Super Mario damit zu tun? Falls ihr eine Doku über Kanyes Karriere sehen wollt, gibt es davon safe schon genug. Wir sprechen in diesem Video über seinen Einfluss und Kritik an seinen wahnsinnigen Aktionen. Kanye, sein Einfluss ist riesig. Musik, Kultur. A la Kelly. Mode ist geisteskrank. Der ist ein Influence für so viele Artists und so viele Artists geben das ja auch zu. Ob man ihn liebt oder hasst. Ey, Sierra ist da! Sierra ist da! Jedem selber überlassen, aber ist auf jeden Fall ein sehr kontroverser Künstler. Man sagt ja, es gibt keine Bad Publicity so. Ich glaube, dass so der einfache Konsument einfach gerne das weiter konsumieren möchte. Dementsprechend kann Kanye machen, was er will. Und meist alle Ben Bugatti! Legende! Sonst kann er damit ja auch überzeugen, ne? Kanye O'Mary West kommt 1977 in Atlanta zur Welt. Wegen der Scheidung seiner Eltern verbringt er den Großteil seiner Jugend in Chicago. Er macht sich als Produzent einen Namen im Untergrund. Das ist aber nur Mittel zum Zweck. Kanye will auf die große Bühne. 2001 arbeitet er gemeinsam mit Jay-Z an dessen legendären Blueprint, bekommt aber selber erst einen Deal, als das Label Schiss kriegt, er könnte bald für wen anders produzieren. So ein bisschen sein Grundproblem, was er bis heute hat, dass es so ein bisschen zu lange gedauert hat, bis er selber als Künstler entdeckt wurde. Der wurde auch gar nicht respektiert. Kennst du das Video, wo er so durchs Studio geht und so, bitte hör dir den Song an, bitte hör dir den Song an? Könnte halt auch sein, dass das sowas wie so eine Trotzreaktion aus ihm heraus provoziert. Deswegen kann ich verstehen, dass er die erste Möglichkeit genutzt hat, wo er überhaupt Zuspruch bekommen hat. Seine Beats waren eigentlich Futter. Und Jay-Z hat dann zugeschnappt, wie eine Forelle. 2002 gerät er in einen schweren Autounfall. Auch so hart, Digga, und dann kam Through the Wire, ne? Yeah, he looked bad. Er überlebt den Crash, aber sein Kiefer ist zertrümmert. To nearly lose your life, to nearly lose your mouth, your voice, as a career as a rapper, your whole, your face. You know, I had to be on TV. My face looks crazy to me now. Aber Kanye nutzt den Unfall als Inspiration für seinen ersten Hit Through the Wire. Too much stuff on my heart right now, man. Digga, das ist auch so krass, der macht einfach einen Song mit seinen Schienen im Mund. Hier wird klar, Kanye hat eine Vision und will die um jeden Preis verwirklichen. Egal, welche Steine ihm in den Weg gelegt werden. Mit Gegenwind geht er bis heute so um. You ain't got the answers, man! You ain't got the answers! Shut the fuck up! It's 4 a.m., you blood-sucking mosquito! Hey, boy! Regret. Hey, boy! Don't hey, boy! Don't treat me like a boy, then! Ich finde gerade, dass er so explodiert und sowas, das macht ihn so menschlich. Dass er wirklich sich von seiner most authentic side gezeigt hat, also sein guten Tagen, in seinen schlechten Tagen hat er wirklich dadurch die Menschen angezogen. Ist das Selbstbewusstsein oder ist das Größenwahn? Genie und Wahnsinn sind nah beieinander. Nach seiner Genesung droppt sein erstes Album. Kanye wird big. Ey, was sagt ihr? Ist Kanye sein bestes Album-Chat? Für mich ist es Graduation. Obwohl er schon damals gegen den Strom schwimmt. Als er hochkommt, ist Gangster-Rap Status Quo. Es geht um Gangs, Kriminalität, das Leben im Dreck. Auf College Dropout rappt der Louis Vuitton Don über Swag und pinke Poloshirts. Plötzlich rocken alle Babe und bunte Outfits. Er dreht Rap von Street zu Fashion und macht eine Sparte auf, die heute nicht mehr wegzudenken ist. But I'm doing pretty good as far as geniuses go. And I'm doing pretty hood in my pink polo. Ich glaube, dass dieses Fashion schon immer irgendwo in der Culture drinne gesteckt hat, aber er hat es halt nochmal umgesetzt in seiner Musik. Er war halt der Erste, der das irgendwie auf ein anderes Level gebracht hat und dadurch einfach ganz viele neue Menschen erreichen konnte, die sich vielleicht nicht mit diesem Ghetto-Leben identifizieren können. Mit Graduation kommt dann der endgültige Durchbruch in den Mainstream. Seitdem setzen Kanye-Alben bei gefühlt jedem Release neue Standards. Allein 808s in Heartbreak tritt ein komplett neues Genre los. Boah, das war das Album, wo ich sage, Bruder, da hat er sehr viel neuen Sound reingehauen, ja. Oder ich sage, das ist auch das Krasse bei ihm, egal, wenn er jetzt ein Album droppt, er könnte in 10 Jahren noch ein Album droppen, jeder wird hören. Mein absolutes Lieblingsalbum. Genau wo er ein Megastar wurde, ist halt seine Mutter gestorben. Und dementsprechend ist das Album auch genauso geworden. Die meisten Künstler machen die beste Kunst, wenn sie halt down sind. Und wenn du die ganze Zeit Up and Downs hast, kannst du auch dementsprechend einen Upper-Song heute schreiben und heute Abend wieder einen Downer-Song. Rein künstlerisch ist es natürlich schon. Vulture 2 ging nicht mal auf 1, aber das war ja gar nicht die Rede, Broski. Geil. Ich habe ja nicht gesagt, in 10 Jahren wird trotzdem noch auf die 1 gehen. Man sich immer wieder neu erfindet und einfach sagt, ich habe das jetzt gemacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist halt sehr nice, dass man immer zu jedem Album sieht. Bruder, der Typ kann noch 10-mal Vultures 13 machen. Bruder, der kann, wenn er will, Vultures 20 droppen. Bruder, wir werden jedes Album anhören aus Interesse zu seiner Musik. Und in jedem
jedem Album werden auch Songs drin sein, die wir feiern werden, Bruder. Darum geht's doch gerade, nicht um Sales oder so. Dass er auch seinen Style verändert. Kanye ist der Künstler, der pro Album... Oh, Vision, diese Emojis, die sollen so hart bei dir rein, Bruder. ...sich komplett dreht. Ohne Mr. West wüssten wir nicht, wer Big Sean überhaupt ist. Auch Kid Cudi hat seinen ersten Deal nur durch ihn bekommen. Sogar Billie Eilish, die man auf den ersten Blick nicht als Kanye-Stan vermuten würde, ist krass von ihm beeinflusst. Allgemein gibt es wenig Artists, die öfter als Inspiration genannt werden. If I had the same producer, you know, something that people wouldn't really expect, I would say Kanye, yeah. I love Kanye. Digga, er hat so viel Hack gekriegt, ne? Keiner, ich glaube, keiner in der Szene kriegt so viel Hack wie Kanye West. I love that dude. Man, I rock with anything he does, that man's a genius. Yeah, he's one of my favorite people, period. He's a monster, you know, he inspires me. Das geht manchmal unter bei den ganzen Skandalen, die man über ihn mitbekommt, was für einen krassen Einfluss er auf nicht nur Hip-Hop, sondern Musik und Kultur allgemein hat. Kanye ist aber nicht nur Musik-Inspo, er hat auch miesen Einfluss auf Mode. Schon 2009 designt er Schuhe für Louis Vuitton und packt rote Sneaker auf die Karte. Ey, ich glaube, wir vergessen auch, wie alt Kanye West ist, ne? Oder Travis Scott und so. Bruder, die waren in 2010, waren die 20, 22, 24, 25. Das ist so krank. Stellt euch mal vor, Chat, ihr seid in 25 im Jahre 2010. Digga, wie du siehst die Welt ganz anders. Was zu der Zeit ganz Deutschland von Shindy kopiert, hatte er safe von Kanye. Heute bisschen cringe, kam damals aber sehr gefährlich. Wenn du ein Star bist, so wie Kanye oder Shindy, auf so einen Auftritt, dann kommt das, glaube ich, gut. Wenn du aber beim Lidl damit stehst, da wünsche ich mir schon zweimal die Frage stellen, ob das so cool ist. Mit seinen Yeezys macht er dann Nike, Adidas und sich selbst ordentlich die Taschen voll. Was das für ein kranker Hype war, müssen wir nicht erzählen. Ihr erinnert euch selbst, wie die Kids teilweise einfach eine ganze Woche... Ich fand diese Schuhe nie nice, ja. ...Woche vor den Stores gecampt haben. Das ist ja fast schon so ein bisschen so ein Hype wie mit dem iPhone gewesen mit den Yeezys. Der Schwarzmarkt hat Milliarden gemacht mit diesen Schuhen. Da geht es ja auch darum, dass man da campt und mit Leuten rum. Ich glaube, es geht dann am Ende ja auch nicht um die Schuhe. Ich habe auch einen Yeezy-Schuh zu Hause. Ne? Ich warte, bis der so in 30 Jahren so eine Milliarde wert ist, dann verkauft. Brüche mit Gendernormen, Layering, Oversize-Fit oder die Kombi von High-Fashion und Streetwear. Kanye hat viele Styles geprägt, die bis heute relevant sind. Wenn ihr mehr zu seiner Fashion-History wissen wollt, checkt unser Video zu Virgil. Da hat er nämlich auch seine Finger mit im Spiel. Er hat alle möglichen inspiriert und ist auch der Grund, warum überhaupt so die Hip-Hop-Kultur auch in diesem Luxussegment funktioniert. Mischung von richtig Ghetto, aber trotzdem mit irgendwelchen Pieces. Genau das ist ja heutzutage Fashion. Bei Adidas hat danach wirklich so eine neue Nische auch entdeckt, mit dem Kanye bei denen ist. Ist auch so eine... ja, ein Lifestyle-Brand geworden. Er war da wirklich mal wieder ein Vorreiter und hat etwas als erstes richtig big gemacht. Kanye revolutioniert das Musik- und Fashion-Game, macht krasse Songs und alle lieben ihn. Aber mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wer bis dahin unter einem Stein gelebt hat, ahnt Kanye spätestens seit 2005. Nach dem Hurricane Katrina rufen Promis im TV zu Spenden auf, Kanye nutzt das für ein Statement. Yeah, being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Laut George Bush einer der schlimmsten Momente seiner Präsidentschaft. Und der Mann war während 9/11 im Amt. Das war so hart, Digga. Ey, allein sich in die Lage zu versetzen von dem Moderator, was der in dem Moment gedacht hat, ne? Da hat man so gedacht, okay, er steht für die schwarze Kultur ein und ich fand das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Deswegen glaube ich auch, dass man ihn immer noch so ein bisschen versucht, nicht zu canceln, weil er hat halt geile Sachen gemacht. Er sagt einfach, worauf er Bock hat und das hat er immer schon gemacht, leider in jedem Aspekt. Das zeigt, dass es typisch für Kanye ist, dass er gerne Grenzen überschreitet und halt die Boundaries pusht. Er wollte das sagen, das hat er gefühlt und das hat er gesagt. Kanye kann hier das erste Mal zu einem riesen Publikum sprechen, quasi ungefiltert. Aber es gibt eine Kontrollinstanz in seinem Leben. Wie viele mächtige Männer ist Kanye ein Muttersöhnchen. Donda West unterrichtet Englisch an der Uni, ist politisch engagiert und bringt ihren Sohn bei, sich auszudrücken und die Wahrheit zu sagen. Plus, sie fördert Kanyes Kreativität. Mit 14 kriegt er $1000 für ein Keyboard zu Weihnachten. Mein Vater hat ja auch meine erste Kamera gekauft. Das heißt, ich fühle Kanye. Nur, dass er ein Superstar ist und ich einen Podcast habe. Später stellt sie sogar den Kontakt zum Produzenten No ID her. Der wird mäßig sein Mentor. Donda hat Kanye nie gesagt, du musst der Beste werden. Aber sie hält ihn genau dafür. Sein Name bedeutet in Swahili sogar mäßig der Einzige. Und da sieht man halt, wie viel das bringen kann, wenn ein Kind Liebe und auch Zuspruch für seine Ideen erfährt. Hat ihm vielleicht ein bisschen zu viel Confidence gegeben auch. Aber so sollte es ja auch sein als Mom. Das, was da vielleicht ein bisschen
negativ sein könnte, ist, dass er vielleicht nicht gelernt hat, die Grenzen zu akzeptieren oder sich vielleicht mal zurückzunehmen. Als ihr Sohn zum Superstar wird, wachsen die beiden noch enger zusammen. Donda wird Kanyes Managerin, Vorstandsvorsitzende der Kanye West Foundation und CEO von Supergood, der Muttergesellschaft aller Geschäftszweige ihres Sohnes. Das wäre Katastrophe. Ich müsste so jeden Tag so Berichtsheft schreiben wie in der Ausbildungszeit. Wenn man es dann so eng in der Familie hat und es gut funktioniert, ist das super. Wenn du deine Mutter nicht vertrauen kannst, wen kannst du dann noch vertrauen in diesem Leben? Das war so die richtige Frau, die ihn zügeln konnte. Und die einzige Frau. Seitdem sie gestorben ist, sieht man ja, wie er am Rad dreht. Ne? 2007 stirbt Donda völlig aus dem Nichts an der Komplikation einer Schönheits-OP. Kanye gibt sich selbst die Schuld. In einem Interview sagt er, wenn wir nicht nach L.A. gezogen wären, würde sie noch leben. Nach ihrem Tod ist plötzlich alles anders. Kanye fehlt ein Anker in der schnelllebigen Welt von L.A. Mit Donda stirbt die einzige Person, die tatsächlich Einfluss auf ihn hat. Mama, I know I love you so well. I never let you go. Mama, you was the life of the party. When you lost your life, it took the life out the party. Jetzt gibt es kaum noch einen Filter zwischen Kanye und der Öffentlichkeit. Sehr deep, Ernst. Reine Liebe gibt es eigentlich nur von den Eltern. Und wenn du das verlierst und es dir so wichtig war und du da schon so in der Öffentlichkeit standest, das kann dich schon komplett kaputt machen, glaube ich. Weil man sich dann ja vielleicht auch selber die Schuld gibt und sagt, hey, ich habe ihr das bezahlt und daran ist sie gestorben. Ich hätte es eigentlich überleben können wahrscheinlich. Ich glaube wirklich, dass in ihm ein großes Stück zerbrochen ist. Wenn man sowieso schon in seinem Gehirn nicht so viel Halt hat, weil man eine psychische Erkrankung hat, dann ist das, glaube ich, schon hart. Welcher Manager soll jemals diese Rolle wieder einnehmen? Das wird keiner schaffen. Kanye macht immer mehr Schlagzeilen mit Ausrastern und wilden Rants. 2006 stimmt er bei den EMAs auf die Bühne, weil er nicht gewonnen hat. 3 Jahre später dann, ja, Taylor Swift, dein Video war cool, aber... Beyoncé had one of the best videos of all time. Ich finde, der hat das gesagt, was 98% da drinnen gedacht haben. Also wenn du das privat sagst, dann ist so dein Ding, aber auf der Grammy-Bühne ist ein bisschen doll. Klar war, ist der da absolut betrunken und auch nicht im Recht, dass er da auf die Bühne geht und so weiter und so fort, aber... I kinda agree. Erst als ich Beyoncés Gesicht gesehen habe, habe ich gedacht, so, nee, irgendwie, das ist halt doch nicht so cool. Wenn man mal drüber nachdenkt, setzt er seine eigene Meinung über die Meinung aller anderen Personen, dass man fast schon meinen könnte, dass das narzisstisch ist. Das ist einfach nur Politik und ich glaube, das wollte damit sagen, auf seine Kanye West Art, ne? Das Thema wird so big, dass sogar Barack Obama darüber redet. He's a jackass. 2013 greift er ein Paparazzi an und bekommt dafür 2 Jahre Bewährung. Die Air Max, die er dabei trägt, sind instant überall ausverkauft. Diesen Kanye-Effekt wird man später noch häufiger sehen. Er ist einer der wenigen Popstars, der immer wieder für Kontroversen sorgt, aber dann trotzdem gleichzeitig... Ich sag ehrlich, Chad, wäre ich so ein Star und es würden so Paparazzis auf mich zukommen? Oder ich würde, Bruder, eine Faust nach der anderen, ne, wie die ist krank. Wenn etwas passiert, das richtig Geld ihm bringt. Wenn alle nie was sagen und es sogar noch feiern, dass er ein Paparazzi umhaut und die Sneakers sind danach ausverkauft und ihr sagt, hahaha, und ihr lacht, dann sag ich, ja, das funktioniert. Kanye macht Welle und nutzt dafür jede Plattform. Get ready to have a field day, Chris. Kontrolle feiert er null. Deshalb macht er einfach sein eigenes Ding. Was erstmal nach Unternehmer-Attitude klingt, ist eher Kategorie Größenwahn. Last-Minute-Änderungen an Alben, die dann trotzdem nicht fertig klingen. I didn't finish it. Ausverkaufte Arenen, die mit AUX-Kabeln bespielt werden. Seinen bürgerlichen Namen zu Yee ändern. Alles Ideen, die völlig ungefiltert direkt an die Öffentlichkeit kommen. Selbstzweifel? Yee. Fehlanzeige. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. Da wird das auch immer gestoppt. Aber danach sagt er, wird ihr es besser finden, wenn ich mich Sklave nenne? Oder Endpunkt? Nein, ich nenne mich selber Gott. Dieses Verhalten, was wir hier gerade sehen, ist halt typisch für Personen, die sich in einer Manie oder in einer manischen Phase befinden, dass man halt wirklich glaubt, man ist der Größte und sich halt mit Gott vergleicht. Und das hat er ja nicht nur einmal gemacht. Es gibt viele, viele Religionen, die sich in der afroamerikanischen Gemeinschaft gebildet haben, die genau dieses Konzept verfolgen. Dass sie sagen, wir sind alle Gott. Dass er sich Gott nennt, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Wenn er es von sich selber denkt, dann soll er es machen. Auch wenn es sehr größenwahnsinnig klingt. Eine mögliche Erklärung für Kanyes Moves. 2016 wird ihm laut eigener Aussage eine bipolare Störung diagnostiziert. Bei der psychischen Erkrankung kommt es zu extremen Stimmungsschwankungen und Meinungsänderungen. Passt wie die Faust aufs Auge. That's my bipolar shit, nigga, what? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. Bevor das so ausgebrochen ist, war er zwar schon immer sehr, sehr selbstbewusst. Ich glaube, dass der Tod seiner Mutter genau diese Bipolarität noch mehr hervorgehoben hat. Ich liebe Kanyes Musik, aber er ist eigentlich ein kranker Mann. Ich versuche die ganze Zeit auch so eine Diagnose für Nisa zu kriegen, dass wir so einen Freifallschein haben. Und auch wenn er seine eigene Diagnose später revidiert. Ich dreh gleich durch, Bruder. Noch eine psychologische Analyse und ich drehe durch. Hat, glaube ich, dass er da sehr viel zu diesem Thema beigetragen hat.
getragen hat und vielen Menschen vielleicht die Augen geöffnet hat, was Bipolarität angeht. Jahre später sagt er dann aber, dass die Diagnose damals falsch war und er in Wirklichkeit nur Schlafmangel hatte. Angeblich die Schuld von einem jüdischen Arzt. Hier zeigt sich, Kanye ist leider nicht nur ein bisschen Warum muss er jetzt jüdisch sein? Zentrisch, sondern auch antisemitisch. Oder anderweitig komplett Banane. Aus ungefiltert wird bei ihm schnell gefährlich. Und zu Anfangs hatte ich gedacht, er sagt das Ganze, um sich von Adidas zu distanzieren. Dass er dann auf jeden Fall aus dem Adidas-Vertrag rauskommt, weil die wollten ihn nicht rauslassen. Aber Bruder, ich dachte, du hast dein Ziel erreicht. Hold up, stop. Auch dann zu sagen, naja, aber der ist doch bipolar, das ist die Krankheit. Da werden sehr viele Leute, die bipolare Störungen haben, sagen, Moment mal, also nur weil ich bipolar bin, heißt es nicht, dass ich dann antisemitisch bin. Es ist nicht typisch, dass wenn man bipolar ist, automatisch antisemitisch wird. Kann man nicht unterstützen, kann man sich wirklich nur von distanzieren von solchen Aussagen. Aber eigentlich würde ich sagen, dass er nicht schon immer grundsätzlich ein Antisemit oder ein Rassist oder ein Nazi ist. Schon 2015 will er Präsident werden. Ein Jahr später hängt er mit Trump. Auf das Treffen folgen weitere Interviews, plus gegenseitige Liebesbekundungen auf Social Media. In einem TMZ-Interview bringt er dann dieses Statement. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Als schwarzer Mensch sowas zu sagen, dass Sklaverei eine Entscheidung war, ist einfach halt, beleidigt es ja die komplette schwarze Community auf der ganzen Welt. Er meinte damit eigentlich, dass die schwarze Bevölkerung so viel war, die hätten einfach ausbrechen können und die hätten einfach den Spieß umdrehen können. Wenn man sich da ein bisschen mehr auseinandersetzen würde, dann wüsste man, dass es nicht ging. Ich verstehe, was er damit sagen möchte, aber es ist manchmal einfach die Art und Weise, wie er das sagt. Er kann seinen Gedanken oder das, was er wirklich ausdrücken will, oft nicht so in Worte fassen. Man kann sich mehr so genießen, ohne das im Hinterkopf zu haben, dass er halt auch sich so darstellt, immer das ist ein bisschen schade. Für die Aussage gibt es wieder mal miesen Backlash. Kanye werden Bücher empfohlen, um mal ein bisschen was über Sklaverei zu lernen. Blöd nur, dass er laut eigener Aussage noch nie ein Buch gelesen hat. Lesen sei bei ihm wie Rosenkohl essen. Und wer mag schon Rosenkohl? Kanye war schon immer direkt. Und seit dem Tod seiner Mutter bekommen wir ihn gefühlt völlig ungefiltert mit. Donda hat ihn positiv beeinflusst. Jetzt hängt er mit Neonazi, Nick Fuentes, Donald Trump, Tucker Carlson. Oder ich bleib dabei, Chat. Ich bleibe immer wieder dabei. Es ist für mich, guck mal, für mich, wenn du, ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, ich trenne immer den Menschen von der Musik. Weil, keine Ahnung, Kanye West ist menschlich Müll. Der ist menschlich Müll. Playboi Carti, menschlich Schrott. Abfall, Müll, Restmüll, Bruder, Schmodder. Aber deren Musik ist halt geil. Wisst ihr, was ich meine? Deren Musik ist halt immer so geil, hört sich geil an, klingt cool und so. Aber die sind halt Menschen Schrott, ich weiß nicht, irgendwie, ich trenne das halt irgendwie immer. Weil wenn ich das eigentlich verbinden würde, dann dürfte ich eigentlich gar keinen mehr hören da draußen. Dann dürfte ich gar keinen Rapper mehr hören, das sind alles schlechte Menschen. Checkt ihr? Aber Bruder, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man, also ich, für mich, trenne das halt immer, keine Ahnung. Weil wenn man nach dem Prinzip geht, dass man jetzt das nicht trennen sollte, Mensch und Kunst, ne? Bruder, dann kannst du keinen Rapper mehr hören. Wenn ihr wisst, was, also von vorne bis hinten machen die nur schlechte Sachen und so. Aber Bruder, ich, keine Ahnung. Wenn ich jetzt Kanye höre, dann denke ich gar nicht so an ihn als Menschen, beziehungsweise so an diese Skandale und diese Art, wie er ist, sondern ich höre das Lied und denke mir, wow, geiler Song, cooler Flow. So. Alex Jones ab. Und die beeinflussen ihn irgendwie. Diese Leute bringen ja Reichweite. Die sind kontrovers und Kontroversität ist immer gefragt. Könnte einfach zeigen, dass er in einem sehr labilen Status ist, weil diese Personen setzen oft in ihrer Rhetorik dort an, wo die Menschen Angst haben. Und vielleicht haben sie ihn ja in gewisser Weise manipuliert oder wirklich genau da abgeholt, wo er Angst hat und wo er Sorge hat. Das ist aber generell bei Verschwörungstheorien so. Die Leute wollen immer auf schwere, komplizierte Fragen eine ganz einfache Antwort. Und das ist das Problem. Und du kannst einfach nicht auf schwere Sachen eine kurze Antwort geben. 2022 rockt er ein White Lives Matter Shirt. Ausgerechnet P. Diddy kritisiert ihn für die Aktion. Kanyes Antwort: Stell dich nie zwischen mich und mein Geld. Die Philosophie verfolgt er sein Leben lang. Am Ende steht dann aber er selbst zwischen ihm und seinem Geld. Antisemitische Kommentare und Props für Hitler zwingen Werbepartner dazu, sich von Kanye zu distanzieren. Erst sperren Instagram und Twitter seine Accounts, dann beendet Balenciaga die Zusammenarbeit. Es folgen seine Talentagentur, Gap und sogar Adidas. Die Brand macht ohne Kanye das erste Mal seit 30 Jahren Minus. I know that this will never happen again in history. There will never be a situation where people end a multi-billion-dollar deal off of a tweet. Das ist so krank, wie viel Einfluss der Typ hat, ne? Ach du Kacke. Und dann denkt man immer so, spätestens jetzt müsste ihn jemand von seinen Leuten irgendwie mal wegnehmen, von allem, wo er irgendwie in die Öffentlichkeit gehen kann, aber es passiert dann ja irgendwie nicht. Er wollte ja aus diesem Deal von Adidas raus, deswegen sagt er auch in diesem Moment ja Gacha, weil er dann sein Ziel erreicht hat. Aber er übernimmt überhaupt keine Verantwortung für sein Verhalten und das, was er da gesagt hat. Er selbst ist nach der Trennung wohl auch in den Miesen. Angeblich kann Kanye damals nicht mal mehr bargeldlos zahlen, weil die Adidas-Anwälte seine
seine Konten eingefroren haben. Es gibt aber auch die Theorie, dass er die Skandale gezielt erzeugt hat. Vermeintlich, um aus den Verträgen zu kommen und nichts mehr abdrücken zu müssen. Vielleicht ist der Kanye ein Genie und hat das vorausgesehen. Future hat das ja auch gemacht, damit er nicht so viel Geld zahlen muss, seinen Babymamas. Sehe ich bei ihm auch, dass er das damit absichtlich gemacht hat. Kann schon gut sein. Das kann man natürlich hinterher immer so alles darstellen, als wäre das alles eigentlich von langer Hand geplant und als wäre das alles ein Geniestreich, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Als sich Labels und Streamingdienste gegen ihn wenden, kommt er mit dem Stem Player, einem eigens für ihn hergestellten Streaming. So eine geile Sache, diese Ding, ne? Gerät. Donda 2 gibt es exklusiv auf dem Player zu hören. Mit dem Gerät hat Kanye wohl einen Umsatz von rund 2,2 Millionen. War auch Mr. Miyagi drauf? Nee, ne? Ich glaube, Mr. Miyagi war nicht auf Donda 2 leider. Den Player zu hören. Mit dem Gerät hat Kanye wohl einen Umsatz von rund 2,2 Millionen Dollar erzielt. Vorbei an den Händen der Labels. Generell release Kanye komplett chaotisch und scheißt dabei auf Industry Standards. Was wir uns safe alle fragen, wie kann jemand so erfolgreich sein, der bei sämtlichen Regeln des Wie werde ich ein erfolgreicher Musiker Handbuchs ultimativ reinscheißt. Die naheliegendste Erklärung? Ignoranz. Kanye ist seit fast 20 Jahren einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Musiker der Welt. Seine Alben haben Generationen geprägt, Musiker beeinflusst und Maßstäbe gesetzt. Wieso sollte so jemand denken, dass das, was er tut, falsch ist? Ohne Einsicht des Künstlers juckt der Druck von Medien, Fans und Presse so nicht. Wie bei einem Kind, das die Augen zukneift, sich die Ohren zuhält und la 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 singt. Whoopity-scoop. Das ist, glaube ich, der geisteskrankeste Diss jemals. Drake wollte den Beat haben und dann haben die sich ein bisschen so verkracht. Kanye hat einfach den selber rausgebracht und hat dann einfach, passt auf, es kommt der krasseste Part jemals. Und er hat einfach nur Scoopy die Coop und so einen Quatsch drauf gerappt. Und dann einfach nur Scheiße gelabert. Und Drake damit sozusagen signalisiert, na, scheiß auf dich. So, weißt du meine? Der Kult um Kanye war von Anfang an krasser als bei den meisten Artists. Es gibt riesige Online-Foren. Seine Stans bauen Beziehungen zueinander auf und werden zu Jüngern, noch bevor er seinen ersten Sunday-Service abhält. Viele, die online pro Kanye argumentieren, verfolgen ihn seit mehr als einem Jahrzehnt. Sie kennen seine Haltung und seine Ausraster, aber lieben seine Musik. Gefühlt wird kein anderer Künstler so krass von seiner Kunst getrennt. Kann man Kunst und Künstler trennen? Ja, irgendwo schon. Ja, kann man. Bei Kanye muss man, glaube ich, sogar. Wenn wir das nicht können, können wir fast gar nichts mehr hören. Wenn das jetzt deine Wohlfühlmusik ist, die du schon immer gehört hast, und dann kannst du die auch weiter hören, aber dann mach das für dich allein in deinem schönen Kämmerchen. Du kannst die Musik trotzdem von einem Künstler feiern, der persönlich ein Arschloch ist oder Scheiße baut. Wenn du DJ bist, dann würde ich es nicht mehr spielen. Ich würde es jetzt nicht posten. Ich finde, das ist dann schon so ein bisschen der Unterschied, ob man das wirklich für sich macht oder ob man jemanden nutzt, um damit weiterhin Geld zu verdienen. Einige sehen in Kanye auch den Prototyp des Gegenspielers. Er schwimmt gegen den Strom. Seine Fans feiern ihn dafür. Bisschen wie bei Trump. Und er geht immer noch mit jeder Aktion viral, weil die Klicks... Digga, wie er seine Frau präsentiert, ne? Ich finde das so abartig. ...auf seinem Nacken schmecken den Medien einfach zu gut. Vielleicht ist Kanye wirklich too big to fail. Ich glaube, er ist zu interessant, um zu failen. Er ist auch einer der alten Künstler, die halt immer noch genauso relevant sind wie damals. Eigentlich gibt es keinen, der sich sowas getraut hat in der modernen Musikgeschichte. Ich glaube, er ist jetzt auch irgendwann in diese Lage gekommen, wo er nicht normal sich mehr verhalten kann. Weil dann sagen die Leute, ey, was ist mit ihm los? Ich bin da fest überzeugt. Deine Frau hat ihn lachgasabhängig gemacht. Mal sie. Ding ist, wenn du sagst so Sachen immer, Bruder, wir wissen alle nicht, was da abgeht, Bruder. Das Ding. Wir wissen doch alle gar nicht, was da abgeht, Bro. Weißt du? Bevor ich jetzt sage, der ist schuld, der, Bruder, das sind alles Wichser, soll nicht alle Junge, solange du ablieferst, kannst du im Internet sagen, was du willst. So. In den letzten Monaten gibt es aber wieder neue Vorwürfe. Kanye soll einen Security gefeuert haben, weil er sich keine Glatze schneiden wollte. Eine ehemalige Assistentin wurde angeblich von ihm sexuell belästigt. Und ein Mitarbeiter behauptet, Kanye hätte ihn gedroht, ihm ins Gesicht zu schlagen. Dann plötzlich Super Mario nachgemacht und gesagt, du bekommst noch ein Leben. Ende 2023 gibt er sogar zu, dass ihn ein Umzug nach Italien vor der Insolvenz gerettet hat. I was two months, I'm gonna just be honest with you, I was two months from going bankrupt. Er beendet sein Statement mit den Worten, wir haben das Canceln überlebt, jetzt sind wir wieder auf die Eins. Passender könnte man seine Karriere wohl kaum beschreiben. Was glaubt ihr? Wird Kanye nochmal richtig gecancelt oder kann er sich sogar reinwaschen? Und ist Vulture 2 Instant Classic oder Griff ins Klo? Eine bekleckerte Weste kriegst du halt nicht mehr reingewaschen. Nobody can cancel Kanye. Er hat da irgendwie so eine krasse Bindung zu seinen Hardcore-Stans, dass ich glaube, dass die ihn immer über Wasser halten. We still love him und wir hoffen, dass er seine Mats nimmt. War ein gutes Video. Ich sag ihr, Halbkultur macht gute Videos. Woran? Die sind sehr informativ. Die hörst du dir einfach an, Bruder, weißt du? Die machen schon sehr, sehr geile informative Sachen, muss man sagen. Also so einfach cool gemachte Videos.